Herzlich willkommen zum RegioChat, eine neue Ausgabe unseres Talk-Magazins bei TV Mittelrhein, bei Westerwald Wied TV. Wir sprechen mit Persönlichkeiten der Region, mit interessanten, aktiven Menschen der Region und in diesen Tagen und Wochen natürlich vor allem mit vielen Menschen, die helfen in der betroffenen Region im Ahrtal, in der Eifel, die uns alle natürlich immer noch in Atem hält. Und einer der dort sehr aktiven Menschen ist Leo Biewer, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes in der Region Koblenz-Mittelrhein. Wir kennen uns lange, deswegen duzen wir uns. Leo, ich grüße dich. Lieber Bernd, sei gegrüßt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich habe es gerade gesagt, du vertretend, stellvertretend, aber mit dir natürlich viele tausend Menschen des Deutschen Roten Kreuzes sind derzeit im Ahrtal unterwegs. Genauer genommen sind es 1.100, die dort jetzt ganz konkret helfen. Und zwar, und da wollen wir heute mal ein bisschen hinleuchten, bei etwas ganz Wichtigem, was wir alle brauchen, wenn wir uns vorstellen, wir wären in einer Notlage und Hab und Gut und Haus und Wohnung wären zerstört, nämlich das Essen, das Trinken. Leo, auch hier hilft vor Ort das Deutsche Rote Kreuz. Und zwar wie? Ja, wir haben als Deutsches Rotes Kreuz die Gelegenheit bekommen, und da sind wir auch sehr dankbar, bei der Firma Haribo in Grafschaft eine Großküche aufzubauen, wie wir sie in Katastrophen immer wieder im Einsatz haben. Und wir haben dort eine richtige Küchenstraße mit Lagermöglichkeiten, mit großen Gefrierschränken, wo die Lebensmittel aufbewahrt werden können. Täglich fahren dort die LKWs vorbringen, Nahrungsmittel, die wir dann dort auch verarbeiten, wo gekocht wird. Und diese Lebensmittel, das sind etwa 10.000 Essen, die wir am Tag kochen, diese werden dann in das Krisengebiet transportiert zu festen Ausgabestellen, die wir haben und wo die Bevölkerung dann in der Regel mittags das Essen erhält. Über 10.000 Essen kocht ihr jeden Tag und gebt die aus. Das ist eine enorme Leistung. Und an der Stelle muss man nochmal erklären, ich glaube, das wissen gar nicht so viele und gar nicht alle Menschen und Zuschauerinnen und Zuschauer, wie groß das Deutsche Rote Kreuz ist und wie wichtig auch in der Infrastruktur in diesem Lande und natürlich vor allem auch in unserer Region. Es gibt das Deutsche Rote Kreuz, Koblenz, Mittelrhein, es gibt die DRK-Stiftung, die allesamt natürlich sehr viel Gutes tun, die ganz viele Ehrenamtliche haben, die aber natürlich auch eine Menge Festangestellte haben. Über 100.000 Menschen arbeiten in Deutschland festangestellt beim Deutschen Roten Kreuz. Ihr seid damit einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Auch in der Region arbeiten etwa 500 Menschen in deiner Koblenz-Mittelrhein-Sektion hier sozusagen. Das heißt, ihr tut eine Menge Gutes, seid auf Spenden angewiesen, aber nicht nur. Wie finanziert sich das DRK? Wie finanziert ihr zum Beispiel diesen Großeinsatz jetzt im Ahrtal? Über 10.000 Essen am Tag. Irgendwer muss das ja bezahlen. Also diesen Großeinsatz im Ahrtal, der finanziert sich im Grunde durch zwei Bereiche. Einmal werden die hauptberuflichen Mitarbeiter, die wir dort tätig haben, unterstützt durch eine ganz große Zahl von Ehrenamtlichen. Wir können sagen, die 1.000, die dort aktiv sind, sind zum großen Teil Ehrenamtliche, die aus ganz Deutschland kommen, mit ihren Transportmitteln, mit ihrem Know-how, die eben sich in der Versorgung im Bereich einer Lebensmittelstraße im Bereich eines Kochzentrums gut auskennen, die Erfahrung haben, die sich auch von ihren Arbeitgebern für eine Woche freistellen lassen oder die Urlaub holen und dann hier nach Koblenz reisen. Und wir haben das ganz gut organisiert bekommen. Wir haben die Landesverbände angesprochen und konnten erreichen, dass sich die einzelnen Landesverbände dann im wöchentlichen Turnus abwechseln können. Denn unser Einsatz im Flutgebiet wird nicht kurzfristig sein, sondern wird, so wie die Situation dort vor Ort ist, langfristig sein. Man kann sagen, die Flut ist weg, aber das Rote Kreuz wird bleiben, bis wir dort wieder eine Infrastruktur haben, dass die Menschen sich selber versorgen können. Nun bist du, Leo, ein alter Hase in der Region, in der Politik zum Beispiel. Du bist im Führungskreis der DBK in Koblenz hauptberuflich, machst das alles auch ehrenamtlich beim DRK. Hast schon viel erlebt in den letzten Jahrzehnten, hast schon viel geholfen, viele Ideen produziert. Aber meine Frage, hast du sowas schon erlebt, wie du es derzeit im Ahrtal mit deinen Leuten erlebst? Eine solche Katastrophe, egal mit wem ich spreche, die Menschen sagen, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt, wie die Naturkraft Wasser da zerstörerisch wirken konnte und wirken kann.
Also ich muss sagen, ich habe derartiges noch nicht erlebt und ich hatte die Gelegenheit, mit einigen Helfern von uns zu sprechen, die gerade erst aus einem Afghanistan-Einsatz zurückgekommen waren. Und die berichteten mir, dass sie eine derart große, verwüstete Fläche noch nicht gesehen haben und waren genauso erstmal wie wir alle, die wir dort im Einsatz waren, schockiert von der Situation, die wir angetroffen haben, diese Verwüstungen auf großer Fläche und die Situation, in der sich eine sehr große Zahl der Zivilbevölkerung sich hier im Ahrtal befindet. Und ich war jetzt am Wochenende noch im Ahrtal unterwegs gewesen und konnte mit einer jungen Frau sprechen, die mir Bilder gezeigt hat von ihrem Elternhaus. Und als erstes sagte, Gott sei Dank, leben meine Eltern. Hier haben Sie einmal ein Bild von dem Haus, was wir besessen haben. Und jetzt sehen Sie hier noch dieses Stück Land. Die Trümmer sind bereits weggefahren. Dort bauen wollen wir nicht mehr, können wir letztendlich auch nicht mehr. Die Frage ist nur, wo wollen wir langfristig hin? Jetzt leben die Eltern bei Verwandten hier in der Nähe von Koblenz. Auch keine Dauerlösung. Nur die Familie stellt sich die Frage, wo können wir wieder ein neues Heim errichten? Nun bist du, ich habe es gesagt, seit Jahrzehnten auch politisch aktiv. Du bist derzeit Chef der CDU auf der Kartause in Koblenz und kannst da eine Menge beurteilen, so politisch, was sich tut in der Stadt und auch im Land. Ist das die Zeit, um auch mal hinzuleuchten, was die Politik macht? Wie reagiert die Landesregierung? Wie verhält sich die Landesregierung? Es gibt die Vorwürfe an den Landrat, es gibt Vorwürfe an den Innenminister, an Roger Lewenz. Es gibt Vorwürfe in Sachen des Frühwarnsystems. Wenn wir es jetzt mal kurz all over von dir beleuchtet sehen, wo sind Fehler gemacht worden? Ja, ich denke, zusammenfassend gilt es zu sagen, dass jetzt zunächst mal den Menschen weiter geholfen werden muss vor Ort. Es müssen Lösungen geschaffen werden. Wo können die Menschen künftig leben? Wo können sie ein neues Zuhause finden? Und der zweite Punkt wird sein, man wird aufarbeiten müssen, was für die Zukunft verbessert werden kann. Schuldzuweisungen helfen jetzt im Moment wenig, weil jetzt zunächst noch die Hauptaufgabe ist, Lösungen für die Menschen herbeizuführen. Wenn Sie sehen, dass 10.000 Menschen selber noch nicht kochen können und von uns versorgt werden müssen, dann gilt es erstmal die wesentlichen Sachen wiederherzustellen und die Aufarbeitung, was künftig besser gemacht werden muss, ob dort Sirenen, SMS-Systeme oder ähnliches, wie ja von einigen schon vorgeschlagen wird, erfolgreich umgesetzt werden kann. Das gilt es von Fachleuten zu prüfen. Da muss schnell entschieden werden und da muss die Infrastruktur dort, wo sie fehlt, in Deutschland geschaffen werden. Ich finde es wirklich beeindruckend und bin ja auch nun seit einigen Wochen hier mit meinem Team beschäftigt, mit der Redaktion, mit diesem Thema. Beeindruckt, wie wirklich es durch alle Bevölkerungsteile geht, ein Ruck da war und eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft vorhanden ist. Ist auch wichtig, denn Leo, ihr habt auch beim Deutschen Roten Kreuz, das weiß ich, das Problem natürlich, Mitstreiter zu finden. Das heißt also, wer gerne mithelfen will, und das haben ja in dieser nach Krisenbewältigung jetzt viele für sich auch als ein sinnhaftes Arbeiten, ein sinnhaftes Mithelfen entdeckt. Wer das wirklich beruflich vielleicht machen will und sich strukturiert einsetzen möchte, der wäre beim Deutschen Roten Kreuz. Es gibt natürlich noch viele andere Hilfsorganisationen, das THW, die Johanniter, aber wir sprechen heute mit dir. Der wäre beim Deutschen Roten Kreuz richtig, oder? Ihr sucht händeringend durchaus auch immer wieder neue Mitarbeiter. Wir suchen Mitarbeiter beim Roten Kreuz, insbesondere im Pflegebereich, dort, wo wir durch das Älterwerden der Bevölkerung immer wieder weitere zusätzliche Aufgaben bekommen, suchen wir gut ausgebildete Pflegekräfte. Wir bilden auch selber Pflegekräfte aus, aber der Bedarf wächst so stark, dass wir hier großen Bedarf haben. Und wer mitmachen möchte, kann sich gerne an das DRK an das DRK Mittelrhein in Koblenz in der Ferdinand-Sauerbruch-Straße 12 wenden und gerne ein Gespräch mit uns führen und sich die Attraktivität des Deutschen Roten Kreuzes als Arbeitgeber ansehen. Und Berufsperspektiven vielleicht für sich selbst finden. Ich hatte es eben gesagt. Ich glaube, durch diese Krise haben auch viele wirklich eine neue Berufung gefunden, eine neue soziale Energie und Hilfsbereitschaft in sich entdeckt. Und wer die kanalisiert finden will, der kann sich, wie gesagt, auch über eine berufliche Perspektive mit dem DRK unterhalten. Wir blenden die Adressen jetzt ein.
Leo Biewer war das, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes hier in Koblenz am Mittelrhein. Leo, stellvertretend an dich, an dein gesamtes Team, ein großes Dankeschön. Ich danke auch ganz herzlich all den Bürgerinnen und Bürgern, die freiwillig nach Ahrweiler gekommen sind und geholfen haben, Schlamm zu schaufeln, Gebäudeteile auszuräumen, den Menschen Mut zuzusprechen. Ohne die vielen Bürger, die die Organisationen wie das Rote Kreuz unterstützt hätten, hätten wir das in den letzten Wochen nicht stemmen können. Also Dank an die Bevölkerung. Hier hat man gesehen, die Rheinland-Pfälzer stehen zusammen. Dankeschön. Danke, Leo. Auf bald. Danke.